Guten Tag, mein Name ist Reinhard Hublow von der HPC AG in Rottenburg. Wir bearbeiten für die Volksbau das Thema Altlasten beim Bebauungsplangebiet Quäkerareal. Vor wenigen Wochen haben wir das Thema Altlasten in der vorgezogenen Bürgerbeteiligung vorgestellt. Da kamen einige Fragen dazu, die ich heute beantworte. Die Fragen gingen zu den Themenbereichen Rodung der Fläche, die aktuell geschehen ist oder im Oktober, und die anschließenden aktuellen Erkundungsmaßnahmen auf der Fläche. Die Fragen gingen zum Thema Untersuchungsergebnisse, und zwar frühere und die aktuellen vom Oktober. Und es gab Fragen zum Zustand des Geländes nach der Bebauung, und zwar die Teilthemenbereiche Sickerwasser, das Grundwasser und natürlich die menschliche Gesundheit. Fangen wir an mit den aktuellen Arbeiten im Oktober. Es wurde gefragt, was mit dem gerodeten Busch- und Baumaterial passiert ist, ob das beprobt wurde oder wo das hinkam. Die gerodete Vegetation kam zur thermischen Verwertung in ein Blockheizkraftwerk, inklusive Filteranlage natürlich, sodass eine gute Verwertung des Materials erfolgen konnte. Dann hatte jemand beobachtet, dass eben auf dem Quäkareal nach der Rodung Bodenhaufwerke aufgeschichtet wurden. Hintergrund ist, dass an verschiedenen Stellen des Areals eben wilde Müllablagerungen oder Bodenablagerungen bestanden. Und diese werden sachgerecht beprobt und entsorgt dann. Dazu wurde das Material je nach Zusammensetzung auf verschiedene Häufen transportiert und wird dort nach den abfallrechtlichen Vorgaben beprobt und dann einer sachgerechten Entsorgung zugeführt. Eine Frage bezog sich auf Geruchsbelästigungen, die wahrgenommen wurden während den Erkundungsarbeiten im Oktober, und fragte konkret, ob Deponiegasmessungen dabei durchgeführt wurden. Ja, das wurde gemacht. Ständig wurden die Deponiegase gemessen. Es zeigte sich nach wie vor nur ein sehr geringes Deponiegaspotenzial. Gleichwohl kann nie ausgeschlossen werden, dass, wenn in eine Auffüllungsschicht hineingebohrt wird oder eingegriffen wird, es zu gewissen Geruchsbelästigungen kommt. Deswegen ist auch jetzt schon geplant, dass später bei der Bauausführung, bei Aushubarbeiten in Auffüllungen, eine Luftabsaugung erfolgt, damit keine Geruchsbelästigungen für Anwohner entstehen. Ich möchte da auch nochmal betonen, dass die Auffüllungen in diesem ehemaligen Altarm unter einer Bodenplatte sind, und zwar jetzt und auch später nach der Bebauung unter der Bodenplatte bleiben. Einzige Ausnahme, wo jetzt irgendwann eine Geruchsbelästigung stattfinden konnte, war im Oktober eben durch die kleinkalibrigen Bohrungen durch die Bodenplatte durch. Aber insgesamt ist dort nicht von einer Geruchsbelästigung auszugehen. Dann gab es Fragen zu den früheren Untersuchungsergebnissen. Ganz generell wurde gefragt, ob die einsehbar sind und zugänglich sind. Ja, das sind sie. Die Untersuchungen der letzten Jahrzehnte, und es gibt einige dazu, sind bei der Stadt einsehbar. Eine Anmerkung bezog sich auf eine Untersuchung aus dem Jahr 1990, die von einer Bebauung des Neckar-Altarms abrät, und fragte, ob wir diese Untersuchung kennen oder ob die Stadt diese Untersuchung kennt. Diese Untersuchung ist bekannt und zeigt die gleiche Altlastensituation wie bei zahlreichen später durchgeführten Untersuchungen und auch bei den aktuellen Untersuchungen im Oktober. Ergänzend möchte ich noch dazu hinzufügen, dass das Bebauungskonzept für das Quäkareal genau eben diesen Umstand berücksichtigt, eben diesen Altarm, den verfüllten Altarm, eben nicht zu bebauen. Das heißt, da hat sich nichts dran geändert. Dann gab es Fragen zu den aktuellen Untersuchungsergebnissen. Zunächst mal wurden die gemacht, einfach gezielt in Bereichen, wo gebaut wurde, einfach für die Planung nochmal als Hintergrund, warum das gemacht wurde. Und dann ist es so, dass die Untersuchungsergebnisse die Ergebnisse früherer Untersuchungen bestätigten. Außerhalb des Altarms bestehen nur relativ geringe Schadstoffgehalte. Im Altarm, im verfüllten Altarm, ist ein höheres Schadstoffpotenzial unterhalb der Bodenplatte. Es ist ein geringes Deponiegaspotenzial aufgrund der langen
Ablagerungszeit, die vor 60 Jahren beendet wurde. Das heißt, nur noch geringes Deponiegaspotenzial. Und eine Frage bezog sich ganz speziell auf die Schwermetallgehalte, Blei, Cadmium und Quecksilber. Deswegen sage ich Sie ganz explizit, die sind leicht erhöht gewesen teilweise, bis 500 Milligramm Blei, bis 1,5 Milligramm pro Kilogramm Quecksilber, Cadmium und Quecksilber bis maximal 10 Milligramm pro Kilogramm. Die Schwermetalle sind aber nur relativ schwach erhöht. Hauptkontaminanten auf der Fläche sind die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, kurz PAK, und die Mineralölkohlenwasserstoffe, MKW. Es gab Fragen zum Zustand des Geländes nach der Bebauung. Eine Frage bezog sich auf die Durchsickerung des Altarms, wie das minimiert werden soll. Man sieht, dass die Bodenplatte ist zwar etwas rissig, wurde dort angemerkt, aber es wird eben dieser Boden aufgebracht und dadurch ergibt sich eine Minimierung der Sickerwasserrate durch die Auffüllung hindurch. Dann gab es Fragen zum Grundwasser, ob es sein kann, dass einfach Grundwasser durch das Ablagerungsgut verunreinigt wird, weil ein aufmerksamer Zuseher oder Zuseherin beobachtet hatte oder richtig festgestellt hat, dass das Grundwasser im Altarm drin ist, also in dem verfüllten Altarm. Das ist so und führte seit 60 Jahren schon zur Verunreinigung im Grundwasser. Allerdings sind die Verunreinigungen nicht so stark, dass eine Sanierung erforderlich ist. Das Grundwasser wird auch seit 20 Jahren regelmäßig überwacht. Durch den Bebauungsplan ergibt sich, wie vorhin gesagt, eine Minimierung der Sickerwasserrate, sodass es eine Verbesserung der Grundwassersituation ergibt. Und dann kam noch das Thema natürlich der menschlichen Gesundheit, ob durch diese zukünftige Nutzung die menschliche Gesundheit gewährleistet ist. Ja, man sieht auf diesem Bild nochmal sehr schön, dass jeglicher Kontakt zu Schadstoffen unterbunden ist. Die Bodenplatte bleibt bestehen, darauf kommt Boden, das heißt ein Direktkontakt mit verunreinigtem Auffüllungsmaterial ist nicht möglich. Für die restlichen Deponiegase, die noch restlich nur da sind, wird eine passive Entgasung durchgeführt, und zwar mit einer doppelten Absicherung über die horizontalen Drainrohre, die an vier senkrechte Entlüftungsrohre mit Biofilter angeschlossen sind, und als doppelte Absicherung noch eine Lehmabdichtung zwischen Altarm und den Gebäuden, sodass keinerlei Gefährdung für die Bewohner oder für die Anwohner zu befürchten ist. Zusätzlich, wie schon erwähnt, gibt es eine regelmäßige Überwachung des Grundwassers und eine Überwachung der passiven Entgasung. Schließlich gab es noch eine Frage zu Kampfmitteln. Eine Anmerkung, dass dort wohl nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg noch Kampfmittel abgelagert wurden. Selbstverständlich wurde bei allen Arbeiten und wird eine Luftbildauswertung, eine Kampfmittelfreimessung durchgeführt, sodass die Kampfmittelfreiheit garantiert sein wird. Insgesamt kann so davon hundertprozentig ausgegangen werden, dass man Schaffung gesunder Wohnverhältnisse erreicht. Vielen Dank und auf Wiedersehen.